Hey, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin, ich bin Bierblogger bei Probier.at. Es ist der 22. Dezember und bevor wir mit dem Bier anfangen, heute kaufe ich ein M. Ja, 22. Dezember, das drittletzte Türchen, also quasi die Spitze wird bald erklommen sein. Da hinten steht der Bierkalender. Schauen wir mal, was in Türchen Nummer 22 sich befindet. Unten in der Mitte, in den letzten Tagen, ist es dann eher auf den Außenpositionen zu Hause. Es geht heute nach Deutschland. Und zwar zur Distelhäuser Brauerei. Das ist ein Stadtteil von Tauberbischofsheim. Eine Brauerei, die seit... lasst mich schauen, na, da steht es nicht drauf. Wie gesagt, Tauberbischofsheim, Distelhausen, ein Stadtteil von Tauberbischofsheim und seit 1876 in der Eigentümerfamilie Bauer in deren Besitz. Und die brauen 21 verschiedene Biere, also für eine mittelständische Brauerei mit 150 Mitarbeitern ist das ganz anständig. Man liegt so irgendwo, ich glaube, bei 145.000, 150.000 Hektoliter Jahresproduktion. Also eigentlich ganz anständig, was diese Brauerei da macht. Wie gesagt, 21 Bierstile, das ist ziemlich wacker. Das musst du erstmal auf die Reihe bringen. Und heute das Black Pearl Classic Porter. Kronkorken ist nicht so besonders. Schauen wir nochmal nach den technischen Daten. 5,5% Alkohol. Heieieiei. Da hinten steht ja alles drauf, was wir wollen. 28 IBU, 15 Grad Stammwürze, 5,5% Alkohol, Pilsner Malz, Münchner Malz, Karamellmalz, Hafermalz und Golding als Single Hop Hopfensorte. Na bitte, das ist ein Etikett, wie ich es mir wünsche. So, liebe Kamera, stell das nochmal scharf, dass man das sehen kann. Bing, da ist alles drauf, QR-Code, da kommt man wahrscheinlich auf die Homepage der Brauerei und kriegt noch mehr Informationen. So, starten wir es an. Porter, wird jetzt auch mal gesagt, sollte man nicht zu kalt trinken, 8 bis 10 Grad. Wäre hier meine persönliche Empfehlung, weiß nicht, was die Brauerei dazu sagt, aber wahrscheinlich werden sie mir nicht widersprechen. In diesem Fall können sie es auch nicht, keiner da. Also behaupte ich mal 8 bis 10 Grad, ideale Temperaturen. Und ja, das ist ein schöner, naja, leicht beigig, bräunlicher Schaum. Das Bier, ja, ich hätte es mal gesagt, schwarz. Und Noten von schwarz und leichte Töne von schwarz. Undurchsichtig. Und während wir uns über das tiefe Schwarz freuen, der Schaum, der verschwindet. Also relativ wenig stabil, auch eher mittelporig bis grobporig da oben drauf, verschwindet relativ schnell. Schauen wir mal, was in der Nase passiert. Ui. Ah, das sind röstmalzige Noten, wie man es eigentlich erwarten kann bei diesem Bierstil. Aber dann auch dunkle Beeren. Bisschen Kaffee. Und dieser karamellige, süßliche Ton, der dann sich dann bis ganz oben in die Nase reinarbeitet. Bin sehr gespannt, wie das auch schmeckt dann. Ja, wie man es auch wieder bei diesem Bierstil kennt, es hat so eine sehr kräftig kräuterige Bittere, mit der dieses Bier dann im Antrunk sofort loslegt. Der Rest ist eigentlich Röstmalz und in dem Fall auch sehr bitter, leichte Bitterschokolade. Was mich, ich bin jetzt noch gerade ein bisschen überlegen, deswegen rede ich vielleicht ein bisschen wirr im Augenblick. Da ist noch so eine, da ist so ein schwerer Wein drin. Das ist so ein Süßwein, Portwein, den man da noch mit drin hat. Mag jetzt bei den 5,5% Alkohol ein bisschen wirr klingen, aber wenn ihr das Bier heute Abend, wie gesagt, aus dem Kühlschrank holt, achtet mal darauf, da hat es so eine, ja, so eine leichte Portweinnote drin. Grundsätzlich aber sehr trocken gehalten.
Wenig süß. Bitterschokolade hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Sehr präsent. Vor allem diese spitze Bittere, die Bitterschokolade mitbringt, kommt hier sehr, sehr gut zum Tragen. Körper, hätte ich jetzt mal gesagt, mittel, sehr unspektakuläre Kohlensäure, aber die passt sehr gut zu diesem Bier, fällt nicht weiter auf, ist so, ja, geht einfach mit, weder besonders cremig noch besonders intensiv, also die läuft einfach so mit. Ich sag mal, übertriebener Rezenz kann man bei diesem Bier letztendlich auch nicht sprechen. Ja, und dann hinten raus im Finish, da sind es dann einfach die Röstmalze, diese Kaffeenoten, Schokolade, diese süßlichen Töne sind verschwunden. Da bleibt so eine Kaffee-bittere, leicht herbe Note, bleibt auf der Zunge zurück, wenn auch nicht besonders lang. Also dieses Bier klingt nicht besonders lange nach, aber ein schön trinkbares Porter, muss ich sagen, was da aus Tauberbischofsheim kommt. Wenn man 21 Biersorten macht, wow, wenn die alle so sind wie das, dann Respekt. Ich muss sagen, es ist, glaube ich, das zweite oder dritte, was ich erst aus Distelhausen trinke, aber das andere waren eher vergleichsweise klassische Bierstile. Aber dieses Classic Porter, wie es auch heißt, Black Pearl, das ist, glaube ich, auch das Schiff von, wie heißt das denn? Black Pearl war doch, na, wie hieß denn der? Captain Jack Sparrow. Ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auf diese anderen 20 Biere noch sehr gespannt, beziehungsweise vielleicht 18, weil zwei davon kenne ich schon. Tolles Bier, könnt euch abends darauf freuen, bewertet es fleißig bei Kalea, ihr könnt dort täglich gewinnen bei mir, wenn es 500 Abonnenten auf YouTube gibt, sicher dann hier unten nochmal abonnieren, damit es dann ganz sicher passiert. Verlose zwei Bierpakete zwischen den Jahren. Wie das alles passiert, das erfahrt ihr dann, wie gesagt, zwischen den Jahren. Und wir sehen uns morgen dann wieder mit dem vorletzten Bier hier im Kalea Bierkalender. Tschüss, Baba und Prost!